Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel ERC Ingolstadt gegen die Iserlohn Roosters. Das Spiel endete mit 3:4 nach Penaltyschießen. Ich möchte Ihnen die beiden Trainer vorstellen. Zu meiner Linken unser Gast aus Iserlohn, Jari Passanen, und zu meiner Rechten wie immer unser Head Coach Larry Uras. Das erste Statement gilt unseren Gästen. Ja, hallo zusammen. Erstens möchte ich loswerden, das Riesenkompliment für alle Spieler, die heute gespielt haben. Sowohl für Ingolstadt als auch für unsere Spieler, die sehr viele Spiele, Reisestrapazen, Silvester, Weihnachten, zumindest meine Jungs sind jetzt völlig am Ende. Und ja, zum Spiel, die ersten 40 Minuten, beide Mannschaften sehr gut defensiv gespielt. Wahrscheinlich war es die Müdigkeit, weil Überzahl nicht so lief. Hüben und drüben ein bisschen Probleme gehabt. Wir hatten mehr Überzahl. Ingolstadt hat sehr, sehr gutes Unterzahlspiel gemacht. Haben die Passwege zugemacht und den Rest hat Pielmeier rausgefischt. Ja, dann im letzten Drittel sicherlich haben wir alles versucht nach dem Gegentor. Es war sicherlich Risiko, mit drei Reihen dann zu spielen. Ich wusste, dass die Leute müde sind. Und dann sicherlich Glück spielt auch eine Rolle in so einer Situation. Und ja, dann hat Larry alles auf eine Karte gesetzt und hat gewonnen. Und dann war 3:3. Meiner Meinung nach, Ergebnis geht völlig in Ordnung. Beide Mannschaften hatten viele Chancen und ich glaube, unentschieden war okay. Und dann der Rest war ja Lotterie. Und ja, Kompliment nochmal für die alle Beteiligten, die auf dem Eis agiert haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Statement. Larry, deine Meinung bitte. Ja, ich bin auch auf der gleichen Meinung, dass die Spieler von beider Seite hat sehr hart gekämpft. Natürlich, ich habe viel Stolz auf die Mannschaft und von die Einsatz, die Kampfgeist im Spiel selber. Und aber das ist nicht so im Schluss, wo wir haben für mich, für meine Zeit, diese Punkte vergeben. Das war mehr in den ersten zwei Drittel. Von unseren Chancen müssen wir sicher mehr als eine Tor schießen. Aber im Moment, der letzte drei, vier Wochen, die Tore sind, die kommen nicht so einfach zum Schluss. Aber in der Verteidigungszeit haben wir sehr gut gespielt. Wir haben sehr wenig gemacht. Das war ein einziger Fehler auf das erste Tor. Aber das geht. Das ist eine Scheibe verloren in eine kritische Momente. Und dann haben wir unsere Konzentration ein bisschen verloren, aber wenn wir sind 1:3 mit 5 Minuten zum Schluss, sagen Larry, wir gehen in Penalties, wenn du willst, ich sage, ich nehme diese Deal sofort. Ein super Krimi für die Fans, ich will auch herzlich verdanken unsere Zuschauer heute noch einmal, die Stimmung hören in die Saturn Arena war unglaublich und haben sie sicher gespürt und das war sicher ein Show heute. Wir haben sowieso einen Punkt geholt, so ich denke manchmal von diesem Spiel, ich sage, wir haben einen Punkt gewonnen statt zwei Punkte verloren. Danke für dieses Statement. Nach so einem Spiel gibt es sicherlich Fragen. Ja, Hans Fischer. Es war kein Spiel für schwache Nerven, aber Frage, Peter Tatecek ist wieder ausgefallen, alte Verletzung. Ja, das ist die gleiche Verletzung. So, aber es ist nicht so schwierig, aber das war vielleicht ein bisschen früh. Ich hatte ein gutes Gefühl gestern im Training, auch in der ersten Zeit, aber es ist noch nicht 100%. Das ist ein Problem, das ist noch nicht gesund. Und Schwäz ist auch weggegangen, hier relativ früh im Spiel auch. Das ist ein Oberkörper. Muskelprobleme und er ist fraglich wahrscheinlich für das nächste Spiel. Aber ich denke, nächstes Spiel, Periard kommt besser, er war wahrscheinlich spielbar für die nächste Spiele. Greilinger, Wagner, Schmidt-Peters sind auch drei Kandidaten? Greilinger wird auch wirklich zurück an das nächste Spiel. Das auf die Meinung von unserem Arzt, dass von dieser Krankheit, ich sage lieber, dass er spielt nicht heute. Aber wir sind sicher gesund und fit für Training am Donnerstag. Gut, gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann sehen wir uns am kommenden Sonntag hier in der Saturn Arena um 16.30 Uhr gegen die Hamburg Freezers. Bis dahin auch unseren Gästen guten Nachhauseweg und vielen Dank.